Und damit willkommen zurück zu Zuckerwatten-Wolkenzone mit dem Level Schlangenblock im Tal des Nebels. Ich habe jetzt P-Chat ausgewählt, weil ich gebe ganz ehrlich zu, ich krieg das nicht mehr hin hier in der Welt. Ich krieg hier Eskalation, ich krieg hier Nervenzusammenbruch. Wolkenwelken liegen mir anscheinend gar nicht. Und das anscheinend wirklich. Schaffe ich es noch? Safe, doch. Eigentlich kriegst du hier ein Flughörnchen mit anderen Personen, also mit Luigi, Toad oder Mario. Und krieg die Krone, die einfach ein bisschen besser ist, sagen wir mal. Danke. Checkpoint. Nee, hier ist nichts mehr, okay. Also ich glaube, auch jetzt eine kleine Pause gemacht währenddessen und ich gebe mal ganz ehrlich zu, ich hoffe, es wird... Ich gebe alles zurück, es wird nicht besser. Wenn noch Feuerbrüder kommen, habe ich gar keinen Bock mehr. Nein, ich glaube, ich muss runter. Ich glaube, ich muss runter, oder? Hallo! Scheiße! Oh mein Gott, ich krieg hier, also ich irgendwie bin ich froh, dass ich das gerade schaffe. Oh, du Flammenbruder, oder du Feuerbruder, stirb. Ich hatte einen Kollegen, dem Hammerbruder und schon deine eigenen Familie und schon den Boomerangbruder umgebracht. Und glaubt mir, Leute, das war viel. Jetzt will ich einfach nur noch ein Ziel. Ludwig besiegen. Und dann in die letzte Welt. Und Peach retten. Im letzten Mal haben wir auch Mopsy geschnappt. Das heißt, wir müssen Mopsy noch einmal schnappen. Und das wäre in der Wolkenzone. Ja. In der schönen Zockerwatten. Oh, jetzt geht's zur dunklen lila Wolke. Aber ich mag den Übergang zu der Wolken hier, weißt du? Hier so ein bisschen dunkler. Und dieses Lila, das da hinten angleicht, ist schon nice gemacht. Auf jeden Fall nicht mit Toadette machen wir das, sondern Mario, komm. Ludwigs Uhrwerkfestung. Uhren kann ich sehr schlecht lesen. Obwohl, ich kann eigentlich sehr gut Uhren lesen. Wir haben 14.42 Uhr. So. Bisher geht's noch alles. Wenn so ein Feuerbruder hier kommt und meint, mich zu besiegen, bin ich auch ganz schnell wieder weg. Das wird eine Festung. Ich habe das Gefühl, Ludwig wird mir nicht mal so viel zusetzen. Ich glaube, ja, die Festung wird mich komplett auseinandernehmen. Ich heule gleich los. Ich kann nicht mehr. Das Spiel macht mich tot. Es tötet mich. Bam, bam. Mein Gott, man kann hier einfach zerpresst werden. Ach Gott, oh Gott.
Hab ich gesagt, Mario macht das. Ah, Mopsi kommt, perfekt. Na, Mopsi, wie geht's dir? Wollen wir Mopsi erstmal machen? Nein, wir machen Mopsi erst noch nicht. Keine Ahnung, aber ich glaube, Luigi ist mein neuer Main geworden in diesem ganzen Game. Toad hat sich verabschiedet. Toad, der geil, der gute, der geile, keine Ahnung, hat sich verabschiedet. Und das gebe ich ganz ehrlich zu. Toad ist weg. Mario war die ganze Zeit schon weg, irgendwie. Also mit Mario habe ich irgendwie gar nichts bekommen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das war auch schon die ganze Zeit so. Luigi regelt jetzt gerade auch nicht ganz so fett. Aber es geht. Immerhin kommt er hier schon schneller durch. Immerhin kriegt er einen Pilz. Man muss hier ganz langsam vorankommen, aber... Ich brauche den scheiß Sumo-Ringer, fällt mir gerade auf. Nein. Ey, das Spiel will mich verarschen. Das Spiel will mich jetzt komplett verarschen hier. Was machen wir? Okay. Ich habe eine ganz easy Idee. Mopsi, wo bist du? Wir haben die Möglichkeit natürlich noch easy zu gewinnen. Also ich strenge meine ganz letzten Gehirnzellen an. Meine letzten Gehirnzellen, die nicht mehr existieren. Das ist, glaube ich, eine gute Redensart. Und anscheinend bist du es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber irgendwie seit Welt 7 geht mein Skill so runter. So, alles war so immer so, manchmal war der wirklich richtig gut. Aber seitdem ich hier in der Welt bin. Ich hab die erste sogar verpasst. Ey, das ist jetzt nicht dein Scheiß. Ernst. Sag nicht, wo doch die Münzen sind. Ich mag das Game. Absolut. Einfach gar nicht mehr. Also, Toad, ich habe heute einen guten Zeitplan eigentlich. Und der Zeitplan heißt... Scheiße, ich darf die... Nein. Gleich nehme ich Peach Chat und dann war es das. Also dass wir jetzt schon so weit gekommen, sind. Okay, weißt du was, wir machen auf die Low Budget. Peach Kids! Willkommen. Und... Ey, dass dieser scheiß Block da... Alter, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ey, das ist noch nicht mehr wahr hier. Und ich krieg nur eine scheiß Eisblume. Ey, ich flipp hier gleich aus.
Die Festung regt mich auf. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, jetzt sehen wir mal Toadette mit der PI. Ich habe noch kein einziges Mal gesehen. Also ich habe keine Ahnung, warum wir das machen, Leute. Also ich glaube, ich will einfach nur diesen Block nicht benutzen. Wag es nicht, wag es nicht. Okay. Letzter Versuch, sonst krieg ich einen Nervenzusammenbruch und der Part endet genau an dieser Stelle hier. Wenn die erste Star können, gebe ich ganz ehrlich zu, der hätte sich auch so bekommen können, ja. Und die zweite hätte mich die ganze Zeit aufgeregt, jetzt gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, du Drecksblock, na, was willst du? Erstmal nicht meine PI-Schilderung, ey, ich wage es nicht, wenn ich jetzt verliere. Ich wage es nicht, wenn ich jetzt noch gegen Ludwig gleich verliere. Ich wag es dich. Spiel. Ey, ich habe keine Pi-Eichel mehr. Oh, ich habe keine Sterne mehr. Oh, ich habe gar nichts mehr. Ich war verkackt. Ich darf gleich den L-Block benutzen. Ja, Mann. Also ich... Also Leute, ich bin gleich wirklich kurz davor, einfach Spiel zu beenden und dann war es das für den Part. Wie gesagt, ich stört ja nicht mal, dass ich die erste Starcoin vergessen habe, ist Dummheit. Das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Die zweite ist einfach nur ätzend, gebe ich ganz ehrlich auch zu. Und dass ich da jetzt gestorben bin, ist halt einfach lächerlich langsam. Halt den Mundblock. Ding ist, ich weiß halt nicht mal, ob da oben was ist. Ich mag es einfach nicht mehr. Da, nee, ich weiß, wo die letzte Starcoin ist jetzt. Ich weiß sie wieder. Die wird genauso beschissen sein. Das weiß ich, glaube ich, nochmal. Hier war die nicht, das kann ich dir schon mal sagen. Oder etwa doch? Die Münzen interessieren mich absolut nicht. Hm. Also ich hoffe, der Part gefällt euch so langsam. Also... Und zwar ist die letzte Starcoin da. So, wie mache ich das denn jetzt am besten?
klug war es eigentlich von der anderen Seite. Hey Ludwig, ich habe gehört, wenn du mich gewinnen lässt, gebe ich dir einen 50er. Ich gebe dir mein Portemonnaie. Komplett. Alles, was da drin ist. Mach mir Deal. Nein. Du willst wirklich kämpfen, Ludwig? Ich hab gehofft, dass es kommt nicht voran, aber... Eine muss ich anmerken, die Aussicht mit den Pilzkönigreichen da hinten ist schon nice gemacht. Will dich nicht cool, weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr, ich werde dich sowas auseinandernehmen. Ach komm, Fusionen, Doppeldinger dich halt. Ey, ich hab miese Angst, dass ich verkacke. Miese Angst. Immer wer der Reihe schießt. Jetzt muss ich Ludwig am besten sofort auch schon treffen. Nein! Mein Herz bleibt stehen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Nach diesem Part ist immer Pause von Mario. Das war genug, Mario, dann erstmal fürs Erste. Ja, die fliegen alle nach da oben. Ich gehe mal gleich nochmal mit der Kamera, aber ich glaube, die sieht man halt immer wirklich, wirklich gar nicht. Danke, ja. Nö. So. Ab zum Pilzpalast. Hallo? Ach, du willst nicht kämpfen, das Schiff? Okay, dann kämpfen wir gegen das Schiff jetzt. Luftgaleere im Anflug. Nach dem Bosskampf sofort ein Level zu starten, ich weiß es nicht, ob das so geil ist. Zudem wäre ich jetzt gleich gerade eben so richtig ausgerastet. Oh, ich kann nicht mal sprechen, das ist auch schon tot. Wenn ich gegen Ludwig verloren hätte, wäre ich auch noch so richtig ausgerastet. Ich krieg hier gleich gerade fast die Krise. Ich mag diese Bowser-Hand. Bam, bam. Nö, Faust. Starcoin darf auch mal kommen, also das wäre auch mal so nett. Danke, dass auch mal das Spiel langsam, nur ganz langsam vorankommt. Wie dir einfach noch die Remote dann gezeigt wird.
Ja, Leute, ich bin mal ganz kurz ruhiger ein bisschen. Concentration halt. Ja, okay, ich mache ein bisschen Spaß heute. Ich sag Concentration und dann rede ich einmal und dann verkacke ich. Ich mag das Level nicht mehr. Also Leute, wie geht's euch so? Also mir gefällt der Part heute sehr gut. Also da kann man bestimmt ein Like und ein Abo da lassen. Okay, die Starcoin ist aber wirklich einfach. Jetzt warte ich hier einfach 10 Millionen Jahre. Das wusste ich nicht, dass die jetzt nicht mag. Das stimmt. Das ist ja das Problem bei der... Das ist natürlich blöd. Ja, die grünen Münzen schaffe ich auch locker, weißt du. Ich muss die schaffen. Fällt mir auch gerade auf. Dann hätte ich das nicht bekommen. Oh, Junge. Und ich glaube, das Besondere an diesem Level ist, dass es wirklich zwei Checkpoints auch gibt. Weil natürlich kommt ein gewisser Herr, der heißt Bowser Jr. Und er will mit mir kämpfen. Gerade nach dem Ludwig-Kampf bin ich natürlich richtig motiviert dabei. Na, komm her. Schon wieder? Oh mein Gott, Enttäuschung! Oh mein Gott, Toadette! Ist es jetzt confirmed, dass ich da, oder wäre ich jetzt, könnte ich da jetzt sterben? Mich interessiert sowas echt extrem, ob er wirklich dann runterfallen kann oder man landet immer wirklich sofort darauf. Das wäre interessant. Du willst kämpfen? Okay, komm her, Bodojo. Komm her, ich bin eh schon komplett Rage. Ich werde dich auseinandernehmen. Na, du willst Faustkampf? Okay. Ha, hast du davon. Ein eigenes Schiff zu explodieren. Geschieht dir gerecht. Hey, aber jetzt bist du auf allen Fällen in diesem Level eigentlich relativ gut. Vielleicht nächster Part wieder steil berghoch mit dem Skill. Natürlich in der letzten Welt muss das Skill natürlich... So, der wird wanken, sagen wir so, wie es ist. Und genau so will ich es haben mit den Flugschiffen, so neben der Welt. Ja, Toilette, du hast es geschafft, aber Bowser Jr. lebt noch. Wie man sieht gerade. Du willst kämpfen, dann komm her. Jetzt sagt er uns doch aus, was für ein Honk.
und geht in den Nebel. Erstmal alle Starcoins. Und wir machen im nächsten Part weiter mit der letzten Welt. Mit der Lava-Welt. Ich hoffe, die letzten zwei Parts habt ihr dennoch noch geschaut und Spaß gemacht und habt mir schön viel Leiden gesehen. Naja, dafür können wir auch ein Like da lassen. Aber nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.